1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Freezing. So cold all of us aren't. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Und damit willkommen bei Resident Evil 4.
auch auf YouTube. Für alle, die sich wundern, dass ich hier Selbstgespräche führe. Ich bin gerade auch noch live auf Twitch. Und ja. Deswegen rede ich auch manchmal auf Englisch, also nicht wundern. Hier sind auch Leute, die Englisch sprechen, aber ja. Ja, wir spielen Resident Evil 4 hier auf dem Kanal nochmal, weil ich das Spiel ziemlich gerne mag. Und ich hoffe, man hört mich gut. Not that way, Cowboy. Und ja. Not that way, Cowboy. Okay, chill. Kann man sich nicht auch schnell drehen? Ja, kann man, perfekt. Ja, ich hab Bock. Das wird gut. Und wir werden schauen, was dabei rauskommt. Ich liebe dieses Spiel. Es ist schon irgendwie so einer der besten Resident Evil Teile, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, man hört mich gut. Und ja, wir gehen hier mal rein. Oh no. Excuse me, sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze. Ja, moin. I said freeze. Ja, die Steuerung ist genauso interessant, wie ich sie in Erinnerung hatte. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Allí está! Ich glaube, die sind hier nicht so gut gelaunt. Und nicht so gut auf das zu sprechen, was ich getan habe. Ich muss einmal ganz, ganz kurz auf Pause gehen und ich muss einmal ganz, ganz kurz selber reinhören, ob man mich gut hört. Denn ansonsten muss ich irgendwie noch was ändern. So, jetzt bin ich hier wieder in diesem Sound drin. Und ich höre mich gut, oder? Ja, okay. Aber an diejenigen auf YouTube, die sich wundern, ich muss die immer so ein bisschen live abmischen, deswegen. Ja. I don't know whenever you say I'm speaking English, bla bla bla. Yes, I'm just explaining for the people on YouTube why I'm speaking English sometimes. Oh shit. Das war knapp. Der wollte mich einfach verhauen. Ja, alles gut. Vielen Dank für das Feedback. Oha, wie viele das sind. Die wollen mich alle umbringen. Stirb. 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 So, okay. Okay, also hier ist irgendeine Party abgegangen anscheinend. Wo sind die Polizisten? Ja, gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich hoffe, sie sind entkommen. Sagt er auch was zu der Brücke? Die Brücke geht nicht. Wow. Er sagt nicht, sie ist kaputt oder so, sondern sie geht nicht. Alles klar. Hier komme ich nicht zurück. Überraschung. Bin schockiert.
So, okay. Ich würde noch mal ganz kurz rein in die Bude gehen und mich dann noch mal umgucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Spannendes, was ich im Nachhinein verkaufen kann oder so. Er ist kein Zombie. Wie kommt er darauf, dass er einer sein sollte? Muss ich da was wissen? Wow. Anscheinend haben sie viele Menschen getötet. Überraschung. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Ja, das hoffe ich auch. Ich will ja nicht spoilern. Deswegen halte ich mich gerade zurück. Und sag jetzt nichts Gemeines über Ashley. Auch wenn sie es verdient hätte. Okay, mehr sage ich wirklich nicht dazu. Gut. Was geht hier so? Ich habe noch ein Messer. Perfekt. Oh. 1000 Peters, okay. Ich habe das früher mal anders genannt. Und ein Kräuterle, ein grünes. Juhu. Noch ein grünes. Munition. So. Ja, hier sind meine alten Speicherstände. Sogar noch mit Ada. Wer das ist, wir werden es noch erfahren. Irgendwann. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach ganz, ganz oben. Und ich überspeichere dann einfach. Dreht sich das? Es dreht sich. Das ist ungünstig. Okay. Also dann fangen wir bei 1 an, komm. So. Ja. Speichern war erfolgreich. Wunderbar. Ich liebe die Musik, wenn wir speichern. Ich bin wieder da. Welcome back. Ja, ich liebe die Musik einfach, wenn wir speichern. Die ist immer so beruhigend. Das war ja früher diese Safe Room Musik. Hilfe. Okay. Uhu. Okay. Wir sind so freundlich. Wir helfen sogar dem Hund. So, okay. Hier ist schon Eskalation, denn hier sind überall so komische Minen. Ich kann die auch, glaube ich, nicht entschärfen. Es sei denn, ich schieße darauf. Och, nö. Au, ach Mann, die sind anscheinend schlauer als gedacht. Okay, ich renne mal kurz weg. Ach Mann, wieso ist er so schlau und rennt nicht da rein? Okay. Ich glaube, ich habe das Geld früher immer Petras genannt, obwohl das gar nicht so heißt. Aber fand es, glaube ich, einfach lustig. So, unser Inventar haben wir hier. Okay. Wir haben die Waffe, Munition, ein Erste-Hilfe-Spray und 2 grüne Kräuter. Wunderbar. Oh. Sexuelle Diskriminierung gibt es hier wohl nicht. Ich muss sie schnell finden. Das sieht ja wunderbar aus. 1000, okay. Noch ein Kräuterle, das nehme ich sehr gerne. War da nichts drin? Sehe ich das richtig? Anscheinend schon, okay. Gut. Boah, ich muss mich echt erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Oh du meine Güte. Stirb bitte. Dankeschön. Munition. Die nehme ich gerne. So, okay. Eine Brücke. Mit Brücken haben wir ja schon gute Erfahrungen hier gemacht. Dementsprechend kann das nur gut werden. So. Na, ich treffe sie von hier aus leider nicht. Aber auch interessant, wie die da oben chillen und einfach auf uns warten. Oh no, ich sehe ihn doch schon. Wie schlecht war das bitte? Ja, komm mit deiner Axt. Ich muss mal was probieren. So, so können wir uns ein bisschen Munition sparen.
Wenn man geizig ist, ist das natürlich perfekt. Okay, ich muss mich echt erstmal wieder an alles gewöhnen. Ich merke schon die ganze Zeit, also Tomb Raider, was ich ja sonst jetzt parallel spiele, das spielt man ja nur mit Tastatur und das jetzt mit Maus. Crazy. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Okay, vielen Dank. Spielanleitung. Okay. Ach so, okay. Ja, das weiß ich ja alles. Das ist jetzt nichts Neues. Mhm. Okay, ja, das ist nichts Neues. Dementsprechend überspringe ich das mal. Aber auch interessant, dass wir das jetzt erst bekommen. Wir hatten schon so 10 Dings, 10 Kämpfe und jetzt erfahren wir erst davon. Ja, läuft bei ihm. Moment, ich bin gerade im, so, das Scrollen hat sich hier im Chat für mich, pausiert. So, jetzt habe ich es wieder. Ja, das gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Ich würde sagen, ich renne da einfach rein, beziehungsweise kann ich nicht. Ich kann mich hier sogar so ein bisschen seitlich reinschleichen. Die Sache ist, das hält halt nicht lange, ne? Wir sind ja auch nicht dumm. Ja. Okay, die sind wir schon mal los. Ich renne jetzt einfach nur. Irgendwann werden die mich wahrscheinlich einfach nur verfolgen. Hallo. Hören Sie auf. Vielen Dank. Oh Gott. Wenn jetzt einer von dieser Seite hier kommt, dann bin ich halt am Arsch, ne? Oh. Ja, das war schon knapp. Kann ich hier nicht? Nein, das war nicht hier. Oh. Oh oh. Okay, wir können hier jetzt ein bisschen was machen. Als erstes schieben wir das davor. Hat das funktioniert? Naja, so ein bisschen. Ein bisschen was schieben wir noch. Dann gehe ich einmal ganz, ganz schnell. Uff. Das ist einfach schon übersteuert. Selbst hier bei mir. Moment. So, ich denke nicht, dass du hier reinkommst, tatsächlich. Au, das war dämlich. Aber die sind hier auf dem Dach. Nein, hört auf. Stirb, stirb, stirb. Nein. Oh, die kommen alle übers Dach. Oh oh. Oh oh. Das ist jetzt ungünstig. Ungünstig. Oh Mann, ich bin tot. Was für eine Eskalation. Ich kann nicht. Oh Lord, okay. Ja, sich hier drin zu verschanzen ist vielleicht nicht unbedingt die beste Option. Ja, das haben wir jetzt schon gesehen. Interessant. So, ich gehe nochmal raus hier. Ich würde sagen, ich würde sie einfach direkt auf mich aufmerksam machen. Ich renne einfach hier lang. Fragt mich nicht warum. Oh
Hallo. Ich will ihr nur einmal in die Birne schießen. Oh, meine Waffe ist leer. Wunderbar. Der perfekte Zeitpunkt dafür. Okay, die sind wir immerhin schon mal los. Ich will das Geld. Oh no. Einfach die komplette Eskalation. Wie viele das auch sind. Nein. Oh Gott. Was haben wir hier? Oh, ein rotes Kräuterle. Das finde ich gut. Darüber freue ich mich. So. Müssen wir einmal schauen. Okay, den sind wir schon mal los. Oh oh. Das werden halt auch nicht weniger, ne? Oh, hi. Was immer sie da tun, unterlassen sie dies. Ich sollte rennen. Ja, moin. Das war, glaube ich, auch nicht so schlau. Denn jetzt bin ich halt komplett hier im Dingens drin. Oh oh. Das ist nicht so gut. Das Ding rührt sich nicht. Och nö, die werden uns halt jetzt umbringen. Oder auch nicht? Okay, ich bin hier durchgekommen. Das wundert mich ehrlich gesagt selbst. Wie konnte das passieren? Okay, ich gehe jetzt einfach in diese Bude rein. Oh, Moment, das ist ein Fass, ne? Oh. Eine Granate. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Joa, das hat ja schon mal gut funktioniert. Immerhin sind wir die ganzen Leute jetzt los. Das hat tatsächlich ein gutes. Okay, hier wären wir im Notfall auch aus dem Fenster rausgekommen. Aus dem Kessel steigt ein unangenehmer Geruch. Riecht nicht gerade nach einem erfrischenden Getränk. Warum denn nicht? Das sieht hier doch alles so erfrischend aus. Ist dieses Spiel long oder short? I think it's pretty long. It's not that short. I think I have like 30 parts on YouTube or something like that. Also ganz so kurz ist dieses Spiel schon mal nicht. Ich möchte hier auch rein. Ich möchte hier alles durchsuchen.
Okay, wir müssen erstmal wieder Munition auffüllen hier. Oh, die Reste werden von kleinen Insekten gefressen. Love it. Das klingt doch schon mal gut. So, hier gibt's Gewehr. Lieben wir. Granate. Lieben wir. Petras. Lieben wir. Gewehrmunition lieben wir auch. Das Bett ist total verdreckt. Sieht aus, als hätte hier länger keiner mehr drin geschlafen. Ich glaube, das juckt die einfach nur nicht. Ob es hier dreckig ist oder nicht. So, okay. Boah, ich glaube, hier da spielen wir Separate Ways auch nochmal. Das ist halt wirklich so einer der geilsten DLCs, die je für ein Spiel gemacht wurden. Meine ich. So. Lieb's auch, wie die Kuh sich einfach die ganze Zeit beschwert. Moment. Hier sind diverse kleine Objekte, hier ist nichts Ungewöhnliches. Wow. Schieben? Ja, nee, das muss ich gerade noch nicht. So. Munition nehme ich gerne. Geld ist auch okay. Da steht ein schmutziges Bett. Da scheinen Blutflecken zu sein. Überraschung, bei diesem Lebensstil hier sind das Blutflecken, ehrlich. Bin schockiert, dass da nichts drin ist. So. So, hier sind auch Hühner. Ich glaube, die kann man sogar killen und dann kriegt man dafür irgendwie ein Ei oder so. Die Sache ist, das ist mir meine Munition gerade einfach nicht wert. Deswegen mache ich es nicht. Können wir noch hochgehen? Hätte man sich auch vor den Typen verstecken können. Das habe ich früher immer gemacht. Munition. Und hier kann man jetzt auch einfach runterspringen. Dann spart man sich halt die Treppe. So, normale Menschen würden sich jetzt die Beine brechen, eher nicht. Ich gehe noch mal kurz zu der Kuh. Hallo. Sie tut mir irgendwie leid. So. Okay, wir können, glaube ich, schon mal ein bisschen was kombinieren. Wir haben drei grüne. Kombinieren mit Rot, kombinieren mit Gelb. So, jetzt haben wir das ultimative Heilmittel oder so. Okay, hier geht jetzt nicht mehr so viel. Da hinten ist noch was und da oben liegt noch etwas. Okay, schauen wir uns das mal an. Boom. So, so. Irgendwo hier. War das überhaupt auf diesem Dach? Mein Gefühl sagt mir irgendwie, es war nicht hier. War es wahrscheinlich auch nicht. Sondern hier. Wow. Spinell, wuhu. Ich gehe auch nie durch die Tür. Ich springe immer durchs Fenster. Geht schneller, wenn ich irgendwo hin muss. Ja, ist so. Mache ich auch. Geht viel schneller. Viel effektiver. Vor allem in diesem Spiel hier. Aber im Real Life, das kann man 1:1 übertragen. Mann, da ist nichts drin. Was rastet das Huhn so aus? Was ist denn mit dir?